Sie haben ins Gesicht geschlagen, in den Bauch, in den Fuß, meine Hände. Überall haben sie mich geschlagen. Es gab einen Aufstand von 25 Personen gegen uns. Man wird behandelt wie Hunde, wenn man sieht, dass wir Araber sind. Ich wurde von den Securitas viele Male geschlagen. 7 Mal. Wir werden immer wieder angegriffen von den Asylbewerbern. Es gibt Morddrohungen. Selbst in so Stresssituationen ist es klar, Securitas-Mitarbeitende dürfen sich schützen, sie dürfen andere schützen, sie dürfen die Asylsuchenden sogar vor sich selber schützen. Aber sie müssen jederzeit in der Lage sein, verhältnismäßig zu agieren. Das, was ihr da gesehen und gehört habt, das sind Asylsuchende und Sicherheitspersonal. Sie erzählen von Vorfällen, die in einem Asylheim passiert sind. Und zwar in der Schweiz, genauer gesagt in Basel. Das ist das Asylzentrum Bessler Gut in Basel. In diesem Zentrum hat es Platz für bis zu 300 Asylsuchende. Jetzt während Corona sind es nur die Hälfte. Sie durchlaufen das gesamte Asylverfahren, also komplett von Ankunft bis hin zum Entscheid. Zuständig für das Zentrum ist das Staatssekretariat für Migration, SEM. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, in so einem Zentrum leben ganz viele Personen eng auf einem Haufen. Sie haben unterschiedliche Kulturen, sie haben zum Teil auch unterschiedliche Perspektiven, was ihren Asylentscheid angeht. Und das ist sicher nicht so ganz einfach. Also, dass es da ab und zu Konflikten kommt, das finde ich jetzt noch einleuchtend. Aber das, was die Rundschau über die Vorgänge im Bessler Gut herausgefunden hat, das geht weit über das raus. Ich wollte reingehen, als sie sagten, dass ich um 22 Uhr wiederkommen soll. Ich fragte, warum sie das machen. Es ist kalt, ich will reingehen. Dann brachten sie mich in einen Raum. Dort waren es 5 Securitas, die mich schlugen. Ich parle au téléphone, un garçon qui lançait un verre. Je parle très fort, moi. Je trouve les sécurités, viens court. Pas demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Je le fais comme ça, m'attraper pour moi, comme ça. Mais moi, je le fais comme ça. 5 contre 1. À ce moment-là, mon jambe, elle est blessée. Das ist die Seite der Asylbewerber. Sie sagen, ihnen werde von den Securitas-Mitarbeitenden Gewalt zugefügt. Und zwar passiert das häufig in einem Raum, der intern Besinnungsraum genannt wird. Die Sicht der Securitas-Mitarbeitenden die ist ganz eine andere. Sie sagen, die Vorfälle hätten sich nicht so zugetragen. Es sagen vielmehr die Asylbewerber, die sie provozieren und bedrohen. Und in internen Berichten, in denen sie sogenannte besondere Vorkommnisse als SEM melden, schreiben sie von Angriff gegen sich und dass sie sich verteidigen müssen. Der Asylsuchende versucht erneut, Ordnungsdienst zu umgehen, als er plötzlich erneut die Fäuste erhebt und Ordnungsdienst am Pullover packt. Im Wartebereich der Unterkunft griff der Asylsuchende erneut Ordnungsdienst an und versuchte Ordnungsdienst X am Hals zu packen, wodurch sein Poloshirt zerriss. Die Firma Securitas hat sich zu den Fällen nicht äussern und verweist das Staatssekretariat für Migration. Wir haben keinen Hinweis auf unverhältnismäßige Gewalt, werden dem jetzt aber nochmal im Detail nachgehen und falls es sich erhärten sollte, entsprechende Sanktionen ergreifen. Hoi! Zahn! Fiona Endres hat die Geschichte für die Rundschau recherchiert und ich möchte von ihr gerne noch ein bisschen mehr über den Fall erfahren. Also das Schwierigste an dieser Recherche war, dass man die Leute findet, die einem auch erzählen, wie sie die Situation wahrnehmen. Einerseits die Asylbewerber. Das war sehr schwierig, weil viele Asylbewerber befürchten Konsequenzen für ihren Asylprozess, wenn sie über ihr Erlebnis berichten. Und andererseits ist es mir aber auch wichtig, mit Securitas zu reden, um wirklich beide Seiten können zu verstehen. Und da ist es schwierig, weil viele um ihren Job fürchten. Sie befürchten eine Kündigung, wenn sie mit den Medien reden. Jetzt liest man in diesen Berichten von der Securitas immer wieder von diesem Besinnungsraum. Was ist das genau? Der Zweck von diesem Raum ist, dass Leute sich dort können beruhigen können. Das kann einerseits sein, auch Leute, die zu spät kommen, zum Beispiel, oder Leute, die teilweise alkoholisiert heimkommen, dass man die Leute dort hintut, damit sie eben nicht in den Gesamtraum kommen, wo Leute sind mit Kind und Familie. Gibt es irgendeinen Weg, um herauszufinden, was in diesen Räumen passiert? Nein, es gibt eigentlich keinen Weg, um mit Sicherheit zu sagen, was passiert. Die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also man sieht, es ist wirklich schwer zu sagen, was jetzt genau die Wahrheit ist in diesem Fall. Was aber Fakt ist, ist, dass alle paar Wochen im Bessler Gut Polizei gerufen wird, um einen Konflikt zu lösen. Sei das zwischen Asylbewerber oder Asylbewerber und der Securitas. Es kommt wirklich regelmäßig zu Tumult in diesem Zentrum. Und ich möchte gerne herausfinden, warum das so ist. Also, was dazu führen kann, dass Asylzentren etwa mal so, ja, ich sage jetzt mal, spannungsgeladene Umfeld sind. Und darum habe ich jetzt gerade einen Interviewtermin mit der Denise Effionay. Sie ist Vizedirektorin am Schweizerischen Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien an der Uni Neuchâtel. Grüezi wohl. Grüezi, Frau Hasler. Würden Sie sagen, dass Asylzentren ein Ort sind, wo auch eher so ein bisschen anfällig dafür sind, dass es etwa mal zu Konflikten kommt?
Ja, das glaube ich schon. Und zwar einerseits, weil das natürlich eine Ausnahmesituation ist, vor allem für die Geflüchteten selber, oder? Die in einer sehr unsicheren Situation sind, die vielleicht auch noch schwierige Erlebnisse hinter sich haben durch die Flucht, aber die natürlich auch auf den Ausgang von diesem Asylverfahren warten und von dem her stark abhängig sind von dem, was die Behörden über ihr Schicksal entscheiden. Das ist sehr existenziell, was dort abgeht. Oder? Ein Punkt, von dem man öppe mal liest, das sind die Finanzen. So Zentren am Laufen zu halten, das ist teuer und der Bund gibt für das viel Geld aus. Im Budget der Bundesasylzentren hat der Bund für 2020 77 Millionen für die Sicherheit veranschlagt. Für die Betreuung wird einiges weniger budgetiert, nämlich 44 Millionen. Es ist natürlich klar, weil eben Leute aus so verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, weil Asylsuchende ja auch manchmal Ziel sind von Anfindungen von außen, muss man da schon gewisse Vorkehrungen treffen, oder? Aber ich denke einfach wirklich, dass man, wenn man eben wirklich viel investiert, ein bisschen Zeit braucht, für die Leute die Situation zu erklären, vielleicht auch Vermittlungsleute hat, die vielleicht die Sprache können. Ich denke, dann kann man sicher viel weniger in die Sicherheit investieren. Du musst dir vorstellen, ich sage 100 Mal am Tag, nein, du darfst das nicht reinnehmen. Nein, du darfst dann nicht durchgehen. Nein, du musst selber auf deine Sachen aufpassen. Irgendwann denkt man, ich habe 100 Mal das Gleiche gesagt. Und jeder diskutiert. Du spielst den ganzen Tag Erzieher. Du merkst, du bist genervt und du hast keine Geduld mehr. Das erzählt ein Securitas-Mitarbeiter gegenüber der Rundschau darüber, wie stressig das der Job kann sein. Neben dem Sicherheitspersonal gibt es im Asylzentrum aber auch noch das Betreuungspersonal. Und Dönis Efjonay sagt, auch das steche unter einem grossen Druck. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommen Leute und gehen Leute. Das ist ein ewiger Umbruch. Und die Leute eben sind in dem Sinn, das Personal häufig auch unter Stress. Viele Leute sind nicht ausreichend ausgebildet, um mit diesen Situationen umzugehen. Was meinen Sie mit zu wenig gut ausbildet, konkret? Also ich glaube, es ist nicht vielen Leuten ihren Traumjob, irgendwo im Asylzentrum zu arbeiten. Also es gibt sicher, oder? Aber es ist einfach häufig nicht so. Und es gibt auch viele Sozialarbeitende, die nicht unbedingt einverstanden sind mit den Konditionen in diesen Zentren und vielleicht sich auch wieder zurückziehen aus dieser Arbeit, oder? Und es ist schon so, dass zum Teil das Personal halt doch nicht wirklich genug ausgebildet ist, auch jetzt psychologisch, wie man eben mit solchen Stresssituationen umgeht. Ich möchte jetzt natürlich auch noch wissen, wie das Staatssekretariat für Migration zu dem Ganzen steht. Und darum habe ich jetzt nochmal einen Skype-Termin, und zwar mit dem Pressesprecher vom SEM, dem Lukas Rieder. Hey, das läuft. Grüezi, Herr Rieder. Grüezi, Frau Hasler. Führen dann rigorose Sicherheitsmaßnahmen automatisch auch zu einem friedlicheren Zusammenleben in Bundesasylzentren? Ja, doch, ich würde schon sagen, weil ich meine, wer würde sonst die Asylsuchenden und auch das Personal von der Übergriff schützen, von denen, die sich halt eben leider amigs nicht im Griff haben, oder? Ist das Personal genügend geschult, um mit Stresssituationen in diesen Zentren umzugehen? Ich würde sagen, sowohl die Betreuung wie auch die Sicherheit ist doch sehr, sehr gut geschult, oder? Ich kann zum Beispiel als Beispiel geben, bei der Sicherheit, oder? Gibt's Kurs, wo zum Beispiel von schweizerischen Flüchtlingshilfe angeboten werden im Bereich von interkultureller Kommunikation. Und dabei werden zum Beispiel die Sicherheitsleute eben dann geschult, Konfliktsituationen möglichst verbal zu deeskalieren. Es gibt aber auch auf der Seite der Asylbewerber Faktoren, die dazu führen können, dass die Situation in so einem Heim angespannt ist. In so einem Asylzentrum gibt es zum Beispiel recht viele Regeln, die eingehalten werden müssen. Und das passt nicht allen. Du n'as pas le droit de rester dans le salon jusqu'à 10 heures. Tu n'as pas le droit de regarder la télévision. Après les 10 heures, tu peux pas faire la douche. Toujours le même mange. Le matin, tu manges le pasta. Le soir, tu manges la russe. Le matin, tu manges la russe. Le soir, tu manges le pasta. Im Handbuch Asyl und Rückkehr vom SEM stehen ein paar so Regeln. Zum Beispiel gibt es festgelegte Ausgangszeiten und Disziplinarmaßnahmen, die angewendet werden können, wenn sich jemand nicht an die Hausordnung vom Zentrum hält. Und ich meine, es ist klar, an einem Ort wie einem Asylzentrum, wo so viele Leute auf einem Haufen wohnen, da braucht es Regeln. Sonst ist das Chaos vorprogrammiert. Aber ich stelle es mir trotzdem noch schwierig vor, wenn man so als erwachsener Mensch plötzlich so total viel Kontrolle über sein Leben muss abgeben muss. Gerade durch das, dass sie natürlich zum Teil unsere Regeln nicht kennen oder aber sich nicht immer adäquat kommunizieren können,
kann das natürlich auch zum Teil ein Problem geben, dass man sie ein bisschen behandelt wie Unmündige oder wie Kinder, wobei sie das gar nicht sind. Oder? Und das kann auch wieder böse Gefühle wecken, weil natürlich die Leute das Gefühl haben, man nimmt mich überhaupt nicht ernst. Gibt es Möglichkeiten, gibt es Wege, um die Situation in diesen Zentren ein bisschen zu entspannen? Also ich denke, die Ausbildung, die Weiterbildung und die Behandlung der Angestellten ist sicher etwas ganz, ganz Wichtiges. Und eben auch vom Sicherheitspersonal, auch von denen, die in der Nacht dort sind. Ja. Ich denke, es ist auch wichtig, halt die Orte trotzdem zu öffnen, auch Begegnungsmöglichkeiten zu fördern, Austauschorte, also dass man von dort her nicht zu strikt ist. Sehen Sie Verbesserungspotenzial, was die Zustände in den Bundesasylzentren angeht? Gibt es irgendwo Handlungsbedarf? Schauen Sie, wir schauen immer wirklich sehr genau an, wenn jemand Kritik äussert. Wir werden dann nachgehen und falls nötig ist, die wir sicher auch Massnahmen ergreifen, falls sich jemand nicht korrekt verhalten hat, nicht wahr? Zum Glück kommt das einfach sehr, sehr selten vor. Und ich finde, man kann auch durchaus mal sagen, dass wir ja kontrolliert werden, zum Beispiel von der Nationalen Kommission für Verhütung zur Folter, oder? Und die stellen uns eigentlich regelmäßig relativ ein gutes Zeugnis in diesem Bereich aus. Asylbewerber leben ja häufig relativ abgeschottet von der Gesellschaft. Wie sieht es bei euch aus? Haben Sie schon mal die Möglichkeit gehabt, vielleicht in so ein Heim hineinzugehen oder euch mit Asylbewerbern auszutauschen? Schreibt mir doch eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn ihr die ganze Geschichte von der Rundschau schauen wollt, ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Und SRF Doc hat mal einen Film gemacht über abgewiesene Asylsuchende. Wenn ihr den noch schauen wollt, den findet ihr auch. Und Kanal abonnieren nicht vergessen.